Ja, herzlich willkommen zum 14. Teil. Ja, das hier ist eine kleine Truhe. Das ist auch ein kleiner Hinweis dafür, weil ich war eigenmächtig und habe alle Truhen, die in der Burg, also ich glaube fast alle Truhen, die in der Burg sind, schon geknackt. Das heißt also, in dem Schlafgemach, wo ich vorher eingesperrt war, und noch in dem Bücherschlafgemach, da wo das Bücherregal ist, wo wir das Buch gefunden haben, mit der Geschicklichkeit war, glaube ich. Ja, und dann noch in so einem anderen Schlafgemach. Und das waren 20 Truhen. Und war nichts Aufregendes dabei, keine Spruchrolle, nichts, einfach hauptsächlich Gold und ein bisschen was zu essen. Ja, jetzt geht's weiter. Wir wollen natürlich auch ein bisschen weiterkommen. Wir brauchen Erfahrung, wir brauchen Geschick, wir brauchen Kraft. Ich brauche erstmal hier gucken. Ja, das ist bis jetzt ganz gut. Ist das wirklich wahr? Eigentlich keine Hoffnung. Ja. Ich habe da meine eigene Meinung. Logbuch sagt die rote Mine. Da müssten wir den Wenzel mal fragen. Die alte Bibliothek. Das ist auch die Wenzel-Geschichte. Olegs Lied, das ist da unten mit diesen Gorbos in der Höhle, kriegen wir auch nicht hin. Der verlorene Turmschlüssel, da könnten wir mal, weiß es jetzt nicht. Der verlorene Turmschlüssel, das war Götz, ne? Ja, richtig, ja. Und er vermutet, dass er bei dem alten Sägehaus verloren hat, also die Schlüssel da unten im Dorf. Ja, der Büchsenmacher anheuern alte Geschichten, ja gut, okay, das sind ja die Geschichten von Wenzel. Ich finde, der ist immer so zäh. Die versunkene Flotte, der Alchemist, da bin ich auch noch nicht so weit. Geheimes Reiseziel, Horn an der Schatte, Reim und Schlaf, Bundausbildung und Paladin. Ich versuche es jetzt mal mit dem verlorenen Turmschlüssel. Ich glaube, ich habe auch schon eine Ahnung, wo ich da suchen müsste. So. Und jetzt Action. So, angekommen im Dorf. Das Zwillinge? Anna? Fällt mir jetzt erst auf. Und Jutta? Moment. Okay, die guckt auch so grimmig. Anna? Könnten Zwillinge sein, oder? Fällt mir jetzt nur nebenbei auf. Ah, gut, okay. Jetzt geht's erstmal zum alten Sägehaus. Wegen des verlorenen Schlüssels vom Götz, der am Wachturm ist. Und er ist auch schon am Wachen, der Herr Hubert. Was macht er nochmal? Er würde uns erzählen, dass jetzt hier keine Lurker durchkommen und das Dorf bedrohen. Ja, wollen wir mal Lücken speichern wir mal. Weil da überhaupt Glück haben. Das kann ja nur das alte Sägehaus da hinten gemeint sein. Oh mein Gott. Okay, nehmen wir mal wieder die Hacke hier. Obwohl, ich habe kein gutes Gefühl. Da hinten ist was, oder? Ja. Oh, ich höre Gobos. Da rechts. Okay, die Lurker sind links von mir. Oh. Vielleicht lässt sich hier irgendwie so eine Art Deckung finden. Hier durchgucken. Muss doch irgendwas passieren. Los, komm. Oh, Erfahrungspunkte. Hat er mich gewittert? Er hat mich gewittert, oh Gott. Ja, und nun? Jetzt kommt er, Leute, er kommt! Ah, shit! Ich nehme auch keinen Schaden da irgendwie. Und der kam ja auch noch durch die Dings durch, durch den Baum und, an dem alten, verbrannten Gebäude. Ja, mal eine andere Taktik nehmen. Versuchen wir das oder versuchen wir das? Versuchen wir die andere Taktik. Erstens will ich mal ein bisschen mehr
Haukraft. Ja, Haukraft ist nicht, was ich Spitzhacke. Leider ein Zweihand. Aber ob ich jetzt hier diese Zweihand nehme, ja, die man 5 Schaden mehr nimmt, oder diese Sense, mit der ich genauso schnell agiere. Vielleicht lässt sich hier irgendwie der Lurker einklemmen. Aha. Da ist er, da ist er. Oh, war ja. Oh, war ja. Okay. Passen das sicher nicht. So, Lurkerchen, dann versuch mich mal hier zu kallern. Da ist er. Oh, zeig an. Na? Jetzt. Na, na? Oh, Leute, zeig den Lurker an. Weg, weg. Kommt er durch? Ja, er ist durchgekommen, die Sau. Stopp. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich wäre jetzt im Arsch. Ich hab ne. So, und jetzt habe ich mich irgendwie kameratechnisch doch ein bisschen hier vertudelt. Aber das war doch mal eine Idee, oder? Junge Arthanos. Nicht zu holen. Ein junger Arthanos-Lurker. Ah. Junge Arthanos-Lurker. Ach, hier haben wir wieder diese komischen Anzeigengeschichten, die hier bonk sind. Ja, okay. Mal nochmal weitergehen. Das ist ja irre. Ach, das Odyssey-Mod-Team. Möchte ich doch mal fragen, wie es dazu kommt, dass ich hier so... dass die hier so komisch plötzlich angezeigt werden, die Thumbnails von dem Inventar. Gut, okay. Sicherheitshalber. Oh, jetzt fängt es an zu regnen, dann sehe ich wieder nichts. So, dann machen wir mal hier den aktuellen Spielstand zum Speichern. Puh. Mein Gott. Den ersten Lurker hier. Ah, es gewittert. Sieht es bei mir draußen aus? Ja, so ein bisschen gemischt, diffus. Mich hier nicht rein? Hm, Mist. Habe ich das Gefühl, dass der Schlüssel hier irgendwie... Ah doch, hier rein. Was steht da? Kohle. Oh, nochmal Kohle. Kohle. Ja, die Grillsaison hat angefangen, ne? Also, lecker Grillkohle kaufen. Aber am besten wirklich eine, die gut ist und nicht die mit Tropenholz gemischt ist. Gibt es nämlich viel. Mit Billiggrillkohle. So, sicherheitshalber nochmal. Abspeichern. So, und ausgerechnet dieses blöde, mieselige Wetter. Ach, mal Uhrzeit gucken. Naja, 16.59 Uhr hier. Für diese blöden Gobos. Ja, 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 ja. Also ich muss echt hier auf der Hut sein. Wenn das hier das alte Sägehaus ist. Ich höre schon die Gobos. Ich höre einen Lurker. Wo ist der? Wo ist der Lurker? Lurkt er hier nur rum oder was? Ich höre ihn doch, der warnt doch. Da ist er. Oh, dann mache ich die gleiche Tick-Tack wieder wie eben. Hoffentlich freue ich mich zu früh. So, nach hinten springen, gut. Oh, so eine Reichweite habe ich mit dem Ding. Ja, dann klappt doch, oder? Ja, da guckst du um die Ecke, ne? Jetzt guckst du nicht mehr um die Ecke. Nicht zu holen. Ja, okay. Erfahrungspunkte. Was haben wir denn? 225 fehlen mir noch. Yeah, das ist ja nicht mehr so arg viel. So, dann müsste ich ein bisschen wahrscheinlich noch in Stärke und Geschick investieren. Oder und in Einhand und... Dann Worker. Ach ja, vielleicht sollte ich doch noch mal... Das mal.
Mal abspeichern. Ja, ich habe heute einen längeren Spaziergang gemacht an meinen Lieblingsorten. Da wo übrigens auch die... Na, ich habe so Gothic-Kompositionen gemacht. Und zwar echte Naturaufnahmen. Und da habe ich mal so ein bisschen was reinmontiert. Das kann man auf der Facebook-Seite sehen. So, da ist er wieder. Aber ich will es nicht riskieren und einfach mal im Freien ihn zu eliminieren. So. Wenn das mit der Spitzhacke hat... Oh! War zu früh gefreut. Das mit der Spitzhacke hat natürlich den Vorteil, dass die mehr Reichweite hat. Jetzt ist er da durchgekommen. Wie viele Lager sind es denn? Hammer. Also ich hoffe, dass ich da nur, ne, also mehr will ich da nicht riskieren. Weil die Gobos, wieder ist er. So. Da bewegt sich noch was? Ne, man kann ja so wenig erkennen. So, hallo Lurgy. Nämlich, ja, er hat einmal am Bahn, jetzt kommt er und ups. Nicht! Wohin hat das so wunderbar geklappt, ne? Lurker. Das will ich auch raffen. Kann mich an diese Stelle erinnern. Da hatte ich schon Pfeil und Bogen gehabt. Also wo ich vor ein paar Jahren gespielt habe. Das geschafft habe, weiß ich nicht. So. Bitte dich jetzt. Es ist auch kein Athanos. Vielleicht ist es auch kein junger Athanos-Lurker, sondern ein älterer. So. Er bleibt da stehen. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Ach, das ist ein normaler Athanos-Lurker, sag ich doch. Spring nach hinten. Ja, schon weg. Wie Sie sehen, sind Sie tot. Dies ist eine Dauersterbewendung. Ja, Ergo bringt das jetzt nichts. Es bringt nichts. Das waren zwei junge Lurker. Ich werde einfach mal jetzt hier rumrennen. Was war das? Feuerwurzel? Ich will nur den Schlüssel. Flügel? Ich bin getroffen worden? Leute sind hinter mir her, vielleicht kann ich ja eben während der Flucht den Schlüssel finden. Finde ich den Schlüssel während der Flucht? Super, Seraphis, ich sehe jede Menge Kräuter, aber kein Schlüssel. Hallo, wo ist der Schlüssel? Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, werde ich jetzt... Da ist wieder eins von diesen... Drecksviechern. Oh, das ist eine Idee. Moment mal, er ist beschäftigt. Er ist beschäftigt. Ich kann in Ruhe nach dem Schlüssel gucken. Na, Bagraut. Ein oh. Viel weniger. Ja, das ist natürlich jetzt nicht gerade legitim, was ich hier mache. Aber... Wo ist der Schlüssel, Leute? Weiß es auch nicht mehr, weil ich das vor ein paar Jahren gespielt hatte. Aber beim alten Sägehaus. Nachher ist er da wieder nicht und dann heißt es. Ja, ein Flügel, super geil. Feuernessel. Was? Feuerwurzel. Ach du Scheiße, ich höre was. Hier hoch. Vielleicht ist der Schlüssel auch hier oben. Vorsicht, glitschige Dachziegel.
auf der Suche nach dem Schlüssel. Und jetzt? Dem Dach vielleicht eventuell? Ich weiß es nicht. Oh. Nee. So was bekloppt. Es klärt sich jetzt wieder auf hier. Da ist was. Schlüssel bei dem alten Sägehaus. Was ist das da hinten? Ich speichere mal. Altes Sägehaus. Versuche ich mal den. Versuch den Lurker jetzt mal. Nö. War ja klar. War sowas von klar. Oh, Moment. Haben sich die Lurk. Stopp, was ist denn das? Ja, das ist ein Sägeblatt, ne? Und was für ein Sägeblatt? Von einer Bandsäge. So, bis jetzt passiert hier noch nichts. Genau. Habe ich schon gesagt, wo ist der Schlüssel? Where is the key? Where is the key? Und es ist dunkel hier. Muss ich im Postprozess mal ein bisschen die Farbwerte hochgehen. Oh, da hinten auch was. Ach, das ist ja schon das Ende. Den brauche ich gar nicht angreifen. Also dieser Schlüssel, ne? Wo soll der sein? Immer wenn was aufblitzt, denke ich, das ist der Schlüssel, das ist bestimmt der Schlüssel. Also ich bin echt hier voll im Brennpunkt, hätte ich beinahe gesagt. Ich versuche nochmal Folgendes. Ich werde nochmal da hinten zur Ruine hingehen, beziehungsweise zu diesem Kohlehäuschen. Kohlehäuschen, ja, zu dem abgebrannten Heilpflanze, Feuerwurzel. Und mal ganz schnell nachgucken, ob hier eventuell ein Schlüssel ist. Heilkraut. So. Hier vielleicht in der Ecke ein Schlüssel? Nein, ist er nicht. Okay. Aha. Blauflieder, okay, Blauflieder. Mir ist das jetzt so egal, ob ich jetzt die Tierchen hinter mir habe und was. Ach, ein Gobbo noch. Ah, oh, muss, kann man auch machen. Man kann die Leute alle. Ich will doch einfach nur mal eben kurz hier gucken, ob der Schlüssel hier irgendwo in der Nähe ist. Schon wieder eins von diesen Biestern. Ja, du hast, es ist doch deine Aufgabe hier, nach diesen Biestern zu. Schau einer mal, guck. Alarm! Ja, Alarm. Will der Gobbo jetzt von mir? Ein Mistvieh weniger. Na ja, Glück gehabt eben. Doch die Sense, ich bin doch ein bisschen zu lahm. Und ein bisschen was schnabulieren. Hab ich noch ein paar warme Essen? Nee, hab ich nicht. Was ist das hier eigentlich? Wasser. Ja, irgendwas stimmt hier mit der Darstellung nicht. Komischerweise neuerdings. So, Brot und die Fische. So. So bin ich wenigstens ein bisschen auf eine Stufe gekommen. Auf eine Erfahrungsstufe. Näher. Okay, ich hab das Ding ja nicht gerissen. Wer ist er denn hier? Johann, ach so. Hey! Sehr riskant. Sehr riskant, wie ich das hier gemacht habe. Hast du denn noch was genatzt hier? Hubert, Herbert, Haribert?
Robert Herbert Hiebert. Ein Film mit Jerry Lewis. Abspeichern. Oh Mann. Altes Sägehaus. Das alte Sägehaus. Er hat's. Moment mal, ich will doch mal sicherheitshalber nach meinem Log gucken. So, der verlorene Turmschlüssel. Der Waffenknecht Götz, der unten am Lagerhaus am Hafen seinen Dienst verrichtet, hat den Schlüssel vom großen Hafenturm verloren. Er vermutet, dass er ihn bei dem... Das Sägehaus verloren hat. Na toll, dort halten sich gerne ein paar Lurker auf, aber was tut man nicht alles für seine Freunde? Ja, hahaha. Ha, ha. Ich bin jetzt hier grob mal über den Platz hier gerannt, um einfach mal zu gucken, ob da ein Schlüssel ist. Götz Schlüssel oder Turmschlüssel, müsste es doch heißen. Ach, das wieder. Uah. Blauflieder. Ja, und diese Blutfliegen haben einen geilen Bass-Sound. Feuernessel. Ja, ich weiß. Das ist lebenstechnisch nicht so gerade müde. Nee, ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen gut. Nicht so pralle, was ich mache. Vielleicht komme ich ja noch ein bisschen heile mit heiler Haut davon. Okay, hier rennen wir in die Goblins. Den Goblins in den Armen. Den Goblins. Ich möchte mal wissen, wie das von hinten aussieht. Na? Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Gib den Viechern ordentlich Saures. Nee. Okay, an der Stelle müssen wir mal schnibbeln. Ja, bringt nix. Leute, bringt einfach nix. Das ist mir zu eckschig. Actionlastig. Was heißt actionlastig? Aber das ist mir zu gefährlich auch und der Schlüssel hier irgendwie hier versteckt. Ich habe keine Chance. Ich habe kein Skill, keine. Ach, hier ist noch ein Turbo. Da ist nicht zu holen. Ah, Le Goblin liegt doch noch hier. Schalte dich mal. Hallo? Da ist nicht zu holen. Problem ist nichts. Ja. Hab ich eigentlich hier in der Ecke schon nachgeguckt? Ja, vor zig Folgen. Wieso habe ich das Gefühl, dass man hier hochkommen kann? Warum habe ich das Gefühl? Ah. Ist abgerutscht. Da ist ja Sandstein. Bröckeliger Sandstein und hoch. Oh. Komme ich hier hoch? Ja, und jump mal weiter, bitte. Nö, will er nicht. Aber ich weiß, das muss doch gehen. Das ist ein Ei. Richtet er sich auf, na rutscht er ab. Dummerweise nimmt. Was ist das hier mit dem Balken? Versuch. Aha, sag ich doch. Scheint es nicht weiter zu gehen, es wird rutschig wahrscheinlich, glitsch ich dann ab. Felsspalten. Geologie. Nee. Da kommen wir auch nicht. Moment, was haben wir hier? Ne, das sind Vorsprünge, da kann ich erst recht nicht. Kann ich erst recht nicht erreichen. Gut, dann wissen wir das auch schon mal. Gut, Götz. Hier war ich noch nicht in der Ecke.
höre ich denn da jetzt? Oh, nee. Was war das? Viel zu dunkel hier. Da war doch was. Okay. Das war die Ratte. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, hier war ich stehen geblieben, weil es eine Heilpflanze gab. Ein Indikator dafür, dass ich an dieser Stelle noch nicht war. Ich bin ja sowieso ein Scouter. Wo hast du das denn schon? Apropos. Mir wird das echt zu dunkel, also. Es werde Licht. Da. Mal kurz abspeichern. Ansonsten machen wir da nachher Nickerchen. Wenn wir den Götz nachher was erzählt haben, dass wir an der Säge waren. Ich hätte das anders gemacht. Am Sägehaus. Ich hab so einiges gehört. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Davon lasse ich lieber die Finger. Grillsaison ist auch hier wieder. Ist doch wahr. Ja. Möglich ist alles. So, Götze. Glaubst du wirklich? Ich glaube. Weiß es. Ach, ich habe übrigens auch. Guck mal, da oben war ich noch nicht. Schafsfälle. Überall Ratten. Die aber nicht getötet haben. Hab ich nicht getötet. Die Ratten. Genau das habe ich auch gesagt. Eine Sense. Moment mal, wieso war ich nicht im Lagerraum noch gar nicht? Apfeltabak? Hammer? Möglich ist alles. Wasser? Are there more? Kann mich jetzt, wie konnte ich denn jetzt hier nur vergessen, hier in diesem Lagerhaus noch mal ein bisschen in die Ecken zu gucken? Wie konnte ich das vergessen? Ja, Götz. Okay. Keine Ahnung, sag du es mir. Jetzt lege ich mich mal eine Runde schlafen. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Weil es ist mir ein bisschen zu dunkel hier. Für die Zuschauer auch. Na? Jutta, ich komme. Raus aus meinem Bett! Ja, Jutta. Wieso bist du denn so aggressiv? Du hast mir sonst immer so unheimlich nett mit mir gesprochen. So. Womit denn? Was? Ich habe kein rohes Fleisch. Achso, okay. Weiß jetzt nicht, wie ich mal weitermachen soll. Wieder mal, Ende der. Ne, hier ist auch nichts drauf. Das ist wahrscheinlich der Turm hier. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, ohne den richtigen Schlüssel. Ich habe, glaube ich, noch hier gar nicht irgendwo großartig geguckt. Ach, hier war ich ja schon. Da hinten, wo die Wölfe sind, aber die brauche ich auch nicht bekämpfen oder versuchen zu bekämpfen. Heißt also, where is the key? Ja, vielleicht sollte ich mal hier ein bisschen genauer hingucken. Nämlich glaube ich auch, dass Feld hier noch nicht so richtig abgesucht. Götzenschlüssel. Hier war ich auch schon. Nee? Da wachsen hier immer wieder leckere Kräuter.
Ah, Bock. Bock ist immer noch unbockig. Er ist noch immer unsichtbar. Gut. Eine Fantasy World. So, da hinten war die Höhle mit den Wölfen. Da werden wir jetzt aber nicht hineingehen oder in die Richtung gehen, sondern... Wo geht's denn da hinten hin? Da hinten ist ein bisschen hellerer. Ja, schauen wir mal. Apropos, ich habe keine Fernkampfwaffe. Wieso hat er mir denn... Ach so, die 4. Warte mal, ist auch gut. Das ist... Wenn ich dich mal als... Okay, nein, hallo? Jetzt irgendwas verpasst? Ich hab doch... Ach so. So. Wenn ich jetzt die 4 drücke... Aha, da kann ich sehen. Gieriger Wolf. Okay. Und der ist da hinten, der gierige Wolf. Gut. Aber dafür kann ich jetzt hier nicht sehen, ob ich irgendeinen Gegenstand übersehe. Aber ich weiß, dass da hinten ein gieriger Wolf ist. Warum heißt er wohl gieriger Wolf? Ganz einfach. Er heißt nicht normal Wolf, er heißt gieriger Wolf. G. Wolf. Er wird ein Questwolf sein. Zwar ist es einer von bestimmter Anzahl von gierigen Wölfen. Und ich glaube, dass die gierigen Wölfe besonders gierig sind, weil er hier schon am Wuffeln ist. Ach, wollte ich mal ausprobieren. Vielleicht funzt es ja. Ja. Vielleicht, weil er ein G-Wolf ist. Na! So. Er klappt ja. Man weiß es nicht. Vielleicht klappt's ja. Ah, shit. Nee, das klappt gar nicht. Das sehe ich jetzt schon. Wie das mal an hier. Tschüss. Oh, jetzt reißt er mir wieder die Schafe. Der ist auch gar nicht mal so unschnell. Der kann auch auf dem Stein springen. Du bist doch... Mal gucken. Hier hüppe, hüppe, hüppe. Und? Nö, clever. Gut, gute KI hier. Gucken. Und ich blute mir einen Wolf. Oh. Oh. Kommt der, wie kommt der da hoch? Ah, so kommt der hoch. Ja, das kann jetzt irgendwie... mal gucken, ob er schwimmen kann, der Wolf. Mal gucken, ob er schwimmen kann. Es kann ja sein, dass er es nicht... Ich kann doch schwimmen. Was? Guck's dir an. Jetzt bin ich aber platt wie Plattfüße, du. Wo ist er denn? Da ist er. Okay, diese 14. Folge wird man halt eben... Oh, der klippt jetzt durch das Schiff durch. Das geht gar nicht. Herrlich, ich muss mal... ich muss noch mal was zu mir nehmen, Mensch, Leute. Ich will nicht. Kann der Wolf auch tauchen? Hallo, wo bist du? Da ist er, da ist er. Okay. Der Wolf... Gucken, ob der Wolf auch tauchen kann. Tauchen. Wo ist denn der? Gucken. Tauchen hat mir der Arzt verboten. Ah ja, jetzt habe ich den Witz kaputt gemacht. Ich wollte eigentlich einen Witz erzählen. Das wird heute mal nicht so ein stures Let's Play. Oh. Ein stures Let's Play. Einfach mal... Oh, hat er mich nochmal genatzt? Ach, hier komme ich gar nicht hoch. Stimmt, ja. Das ist aber da hinten gewesen, glaube ich. So, und jetzt sofort rüberspringen. Denn da dürfte er auch nicht hochkommen. Oh, oh, oh.
Die Tiere können alles. Die können schwimmen. Was mache ich jetzt? Okay. Bleibt nichts anderes übrig. Alarm! Ein ist viel weniger. So. Ich hau natürlich daneben oder zu spät. So, ein gieriger Wolf, rohes Fleisch. Ja. Ich werde nicht da. Jetzt. Hast du es hingekriegt? Nee. Hey! Eine Fred irgendwas? Nee, auch nicht. Ja, okay. Erfahrungspunkte hin oder her. Soll nicht alles so machen, wie es nach Schema F ist. Gibt doch so einen speziellen Ausdruck für für Leute, die das Spiel halt eben nicht nach den normalen Regeln spielen, sondern irgendwie alles ausprobieren. In alle Ecken rein oder mal entgegengesetzte Rennstrecke fahren. Da gibt es so einen Spezialausdruck, weiß ich jetzt nicht. Gibt es eventuell hier eine Truhe, die ich noch knacken könnte? Weil ich habe ja eingangs ja gesagt, dass ich Truhen geknackt habe. Ach Leute, Leute, Leute. Das. Genau das hab ich brauche ein bisschen Stütze und der. Das war keine große Sache. Was erzählt er da? Mich fragt er. Ich meine Unterstützung. Ich habe jetzt keinen Bock hier rumzulooten. Ich möchte endlich mal Inspiration. Inspiration möchte ich hier haben. Rote Mine, was soll ich hier mit einer roten Mine? Da muss ich jetzt mal wieder zum Alex Lied. Alex, das habe ich ja auch probiert. Die kriege ich ja auch nicht hin. Die hauen mich einmal an und dann bin ich um. Versuchen die Alchemist. Ja, da habe ich auch noch nichts. Bruno haut mich ja nicht an wegen der Tränke mit Volker und so. Mann. Mutter, verkauf mir lieber mal was. Zeig mir deine Ware. Jetzt muss ich gebratenes Fleisch. Also irgendwie fehlen hier die Rotanteile, Wacholder oder Weiß. Käse, Fisch. Was? Schäferhut. Schutz vor Waffen, verfallen vor Feuer. Und vor Tieren wie Wölfe und Gobbies und Lurker. Schäferhut, der ist ja süß. Soll ich den kaufen? Okay, den kaufe ich jetzt. Kann man ihr was verkaufen? Irgendeinen Finif, den ich nicht brauche? Ja, ich habe hier eine kleine Sense. Ich ja, okay, noch eine kleine Sense. Weil vielleicht brauche ich das. Das ist Kurzschwert der Meliz. Bratenes Fleisch. Leere Asten brauchen wir nicht. Ja gut, okay, bis hierhin. Dann habe ich jetzt einen Schäferhut, mit dem ich jetzt mit nicht mal ausrüsten kann. Mal gucken, aussehe mit dem Schäferhut. Dann trag ich doch lieber einen Schäferhut. Wo ist er denn? Ich kann es leider nicht erkennen. Finde ich eigentlich ein bisschen komisch, dass er das jetzt macht. Schäferhut. Da, ist er das? Das ist ein Flügel. Okay, das wird richtig dargestellt. Muss auch weiter oben sein. Ja. Ja, das ist ja meine. Leichter Heiltrank. Sieht man auch nicht. Feldknöterich. 19 Heilpflanze. Ah, Feldrübe. Irgendwas sein. Ja, das ist es nicht. Bin doch blind, wa? Fleisch. Das sieht auch nach Fischsuppe aus. Blöd, dass ich das jetzt nicht richtig angezeigt bekomme, rohes Fleisch. Jetzt habe ich ihren Schäferhut abgekauft und jetzt finde ich ihn im hier nicht. Oder habe ich den überhaupt gar nicht erworben? Zeig mir deine Waffe. Ja. Ihre Ast gebraten, das war Holder, Brot, Dietrich, Amulett, der irgendwas. Was ist denn das? Der Lebenskraft. 40.
400. Nee, ich habe den Schäferhut auf jeden Fall. War ich hier schon wegen des Schlüssels? Hm. Vielleicht beim Brunnen irgendwie. Könnte denn Gott's Witz sein? Liegt denn hier? Was ist die Textur, die hier liegt? Gut, okay. Mit Folge 14 ist es das jetzt gewesen. Ja. Bin ein bisschen enttäuscht. Hoffe ihr nicht. Dafür haben wir versucht, das Beste rauszumachen. Wir haben eine leckere Wolfsjagd gehabt, beziehungsweise er hat mich verfolgt. Und wir sind einfach mal da hinten quer durch diese, da an dem Areal vom Sägehaus da gewesen. Ja, und haben leider nicht viel geschafft. Ich muss erstmal gucken hier, wie das mit dem Inventar ist. Da gibt es irgendwelche Darstellungsfehler. Mal schauen, ob ich das gelöst kriege. Ansonsten sehen wir uns in der 15. Und lasst euch nicht entmutigen, so wie ich. Ich lasse mich auch nicht entmutigen. Bis zum nächsten Mal. Macht mir einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar, gebt mir Tipps, wie das jetzt war. Oder nach dem Motto, abonniert mich und wir sehen uns im 15. Teil. Ich hoffe und freue mich, dass ihr dann auch jeder wieder einschaltet. Also, gucken, was ist denn eigentlich hier drin? Oh, nur Tinnef. Ah.